Die Hochwasserlage in Belgien bleibt weiter angespannt, trotz allgemein sinkender Pegelstände. Am stärksten betroffen ist die Region Lüttich. Von dort schieben sich die Wassermassen Richtung Nordosten, also Richtung deutsche Grenze. Der belgische Premierminister De Croo und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besuchten den Ort Rochefort im Süden des Landes. Dort haben bereits die Aufräumarbeiten begonnen. Es fehlen einem die Worte. Es ist verheerend. Das war unser Wohnzimmer. Davon ist nichts mehr übrig. So hoch hat das Wasser gestanden. In der Region Limburg blicken die Menschen mit Sorge auf den Pegelstand der Maas. Immer wieder hatte es in den vergangenen Tagen Löcher in den Dämmen gegeben und neue Überschwemmungen.